Das war mal altes Brot? Ja, und das Gute ist, mit ein paar Kniffen kann wirklich jeder aus harten Backwaren so ein Luxusmenü zaubern. Altes Brot wegschmeißen? Jetzt nicht mehr. Das spart nicht nur Geld, sondern schmeckt richtig gut. Ja, sehr lecker. Aber ich weiß nicht ganz genau, was alles noch drin ist. Eine Sache verbindet alle vier Gänge miteinander. Ob unsere Testesser drauf kommen, dass Claire ihnen altes Brot und vertrocknete Brötchen auftischt? Aber von vorn. Diese Tüte hier ist bis oben hin voll mit altem Brot. Also so Brotscheiben, Brötchen. Normalerweise würde man das Zeug hier einfach wegschmeißen oder ich würde es an die Enten verfüttern. Aber heute werden wir daraus ein leckeres Vier-Gänge-Menü zaubern. Damit das auch wirklich klappt, bekommt Claire Unterstützung von Spitzenköchin Felicitas Thehn. Hallo, ich komme mal rein. Die Berlinerin zeigt uns, wie so eine kulinarische Verwandlung funktioniert. Hast du ja gut gesammelt. Mit den ollen Backwaren haben wir ja auch einiges vor. Es gibt einmal Brotfrikadellen, ganz ohne Fleisch. Dann machen wir eine Caspaccio. Und dann machen wir so eine Art Gnocchi, italienisch, richtig lecker mit Parmesan. Und am Ende einen falschen Kaiserschmarrn. Klingt lecker. Aber ob sich die Gäste danach die Finger lecken oder sich daran die Zähne ausbeißen, wird sich noch zeigen. Das ist super hart. Ich glaube, wir brauchen dafür irgendwie Werkzeug. Hat jemand mal einen Hammer für uns? Felicitas und Claire zaubern als erste seine deutsche Vorspeise, Brotfrikadellen. Getarnt als Bergkäsetaler. Ich merke gerade, das ist schon auch eine sehr krümelige Angelegenheit, ne? Hast du einen Staubsaugerroboter? Das Brot ist jetzt noch ziemlich hart. Deswegen geben wir jetzt Milch darauf und lassen das erstmal richtig gut einweichen. Frühlingszwiebeln sorgen für frischen Geschmack. Hinzu kommen Knoblauch und Muskatnuss. Ich hasse so Reiben übrigens. Bei mir landet halt immer Finger oder Fingernagel mit drin. Die Reibe ist aber nicht das Einzige, das ziemlich scharf ist. Das ist ein bisschen viel Chili. Ja, man darf immer nicht vergessen, dass dieser Brotteig so Geschmack schluckt. Deswegen müssen wir richtig viel Kräuter und alles reingeben, damit es richtig geil schmeckt. Okay, also mehr ist mehr. Mehr ist in dem Fall wirklich mehr. Deswegen noch ein bisschen Petersilie dazu. Es soll ja schließlich keiner merken, dass wir hier alte Backwaren verwursten. Damit alles zusammenhält, kommt noch Ei rein. Jetzt müssen wir mit den Händen ran, wie bei einer richtigen Hackmasse. Jetzt ziehst du deinen Schmuck aus. Ja. Deswegen trage ich ja keinen Schmuck an den Fingern, weil ich einfach sehr oft so in Essen so rumknete. Stimmt das? Nee, ist gelogen. Zu aller guten Letzt kommt da jetzt noch ein bisschen Bergkäse in unsere Masse. Ja. Käse macht ja bekanntlicherweise alles besser. Der würzige Geschmack soll dafür sorgen, dass unsere harten Brotreste als herzhafte Frikadellen durchgehen. Zum Feldsalat gibt es ein fruchtiges Preiselbeerdressing. Zu den Früchten gibt Felicitas noch Essig, Olivenöl, Senf und Gewürze. Mmh. Darf ich noch ein zweites Mal? Nein, weil jetzt haben wir den Finger schon angelutscht. Aber welchen anderen Finger? Ich habe noch einen anderen kleinen Finger. Mmh. Als Dip gibt es noch einen Kräuterquark. Der Moment kommt, wo ich mir den Finger schneide. Glaubst du, unsere Gäste heute werden merken, dass wir altes Brot für das Menü verwendet haben? Nee, weil alle unsere Gerichte auch so unterschiedlich sind, die werden niemals drauf kommen, dass ein Restegericht ist. Wenn Felicitas da mal nicht so optimistisch ist. Nach rund 20 Minuten ist der Teig gut durchgezogen. Damit sich das alte Brot richtig vollsaugt, nochmal kräftig kneten. Wie fühlt sich das an, so mit den Händen da rein und so? Das wirst du dir gleich mal anschauen, weil du machst ja jetzt mit. Ach wirklich? Ja. Ich dachte, ich muss mir meine Hände jetzt nicht wieder dreckig machen. Wer seine Gäste mit altem Brot blöffen will, muss eben Initiative zeigen. Also Frikadellen formen und ab in die Pfanne. Die beiden braten die Taler von beiden Seiten goldbraun an. Jetzt muss das getarnte alte Brot aber noch elegant angerichtet werden. Das Auge isst schließlich mit. Die falschen Frikadellen auf Feldsalat sind aber nicht das Einzige, das unseren Gästen aufgetischt wird. Mit den Brotresten geht es heute richtig rund. Einmal um den Globus quasi. Wir nennen es kulinarische Weltmeister. Klingt vielversprechend. Die Bergkäsetaler haben deutsche Wurzeln. Von hier aus geht es weiter nach Spanien. Wir machen jetzt die
die Gazpacho. Das ist eine Suppe, ne? Nur, dass man es mal für alle erklärt. Ja, normalerweise ist die rot. Aber wir machen sie heute in weiß mit ganz viel Mandeln und Brot natürlich. Und sie wird kalt serviert. Okay. Viele kennen das Gazpacho-Rezept nur ohne Brot. Aber im Originalrezept aus Andalusien darf Altbackenes auf keinen Fall fehlen. Dazu Gemüsebrühe, Mandeln, Olivenöl, Säure und Gewürze. Es ist ja wieder so, dass wir relativ viel Brot haben, also brauchen wir wieder ganz viel Würze. Ach so, mehr, okay. Schließlich soll keiner merken, dass diese Suppe zu 2/3 aus steinharten Backwaren gemacht ist. Es schmeckt sehr lecker und vor allen Dingen nicht nach altem Brot. Krass. Als Ablenkungsmanöver dient gebratener Schinken. Der soll über die Brotzutat wegtäuschen. In einer halben Stunde kommen die Gäste. Zeit, den Hauptgang vorzubereiten. Wir machen jetzt unsere Brotgnocchi mit Spinat und dafür brauchen wir Brot? Ja, altes Brot. Ja, vor allen Dingen. Wichtig. Der nächste Halt unserer kulinarischen Rundreise ist also Bella Italia. Sag mal, aber klassische Gnocchi macht man doch eigentlich auch aus Kartoffeln, oder? Genau, aber wir machen die Brotversion. Und das merkt aber keiner. Nee? Okay. Brot statt Kartoffeln. So haben der Legende nach schon italienische Geistliche ihre Reste verwertet. Und weil sie davon den Hals nicht voll genug bekommen konnten, nennt man die Fake Gnocchi Strangola Preti, Priesterwürger. Weißt du übrigens den besten Brett-Saubermach-Trick? Nee. Hey, und schon so spülig, glaube ich auch. Einfach alles umdrehen, oder? Läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Aber eine Sache ist doch etwas zum Heulen. Nein, nicht durchschneiden, wieder nicht durchschneiden. Okay. Aha. Und jetzt einfach. Ich musste 34 Jahre alt werden, um zu checken, wie man eine Zwiebel richtig schneidet. Besser spät als nie, ne? Durch das Anbraten bekommen die Zwiebeln nicht nur ein leckeres Röstaroma. So sind sie auch besser verdaulich. Es folgt Claires Lieblingsbeschäftigung: Teig kneten. Mit diesem Rezept konnten wir insgesamt 4 alte Brötchen vor der Tonne retten. Die falschen Gnocchi sind fertig, sobald sie oben schwimmen. Zusammen mit Butter und Salbeiblättern schwenkt Felicitas sie noch kurz in der Pfanne. Mit gerösteten Pinienkernen garnieren. Fertig. Simpel, einfach und gut. Und sieht halt aus wie ein Gemälde, ne? 3 harte Brötchen verschwinden jetzt im Dessert. Sie sind die Hauptzutat des falschen Kaiserschmarrns. Außerdem brauchen wir Eier, Mehl, Milch und Zucker. Während sich Claire einen Wolf rührt, dickt Felicitas schon mal die Blaubeersoße mit etwas Speisestärke an. Deswegen einfach so weglöffeln, komplett. Und zu aller guter Letzt fehlt noch das Cremige. Und zwar schlagen wir eine Tonka-Bohnensahne. Was ist das? Eine Bohne? Ja. Es ist perfekt für Desserts. Man darf nicht zu viel nehmen, weil es macht ein bisschen high. Für den falschen Kaiserschmarrn tunkt man das alte Brot kurz in den flüssigen Teig und ab in die Pfanne. Sieht aus wie das Original. Ob es auch so schmeckt, wird sich zeigen. Tachchen, hallo. Hallo. Hallo, Claire. Felicitas, Tachchen. Hi, Claire. Perfektes Timing. Die 4 wissen nicht, dass wir das komplette Menü unserer kulinarischen Weltreise aus alten Backwaren gemacht haben. Unser Bluff geht in die erste Runde. Altes Brot getarnt als Bergkäsetaler. Ich finde es sehr lecker. Schmeckt wie ein Burger, muss ich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen positiv überrascht, weil der Käse eigentlich nicht so meins ist. Aber das schmeckt mir. Ob auch die Gazpacho im zweiten Gang überzeugen kann? Sehr würzig und ist, glaube ich, viel Knoblauchanteile drin. Ja, aber auch ein bisschen so fruchtig und erfrischend. Also sehr, sehr lecker. Für unsere falschen Gnocchi haben wir nicht wie üblich Kartoffeln benutzt, sondern wieder alte Brötchen. Ob der Schwindel auffliegt? Also ich denke, das sind kleine Kartoffelknödel. Also so schmeckt es auf jeden Fall mit Spinat. Und mit dem Pinienkern zusammen kommt das sehr, sehr gut. Reingefallen, unser letzter Streich, der falsche Kaiserschmarrn. Das schmeckt sehr gut und nicht zu süß. Und ja, es ist eine schöne Leckerei. Ich mache das auch mit der Sahne und dem Teigartigen.
Allerdings kann ich auch nicht sagen, was in dem Teig genau drin ist. Zeit für einen kleinen Tipp. Eine Sache verbindet alle vier Gänge miteinander. Waren vielleicht überall Bohnen drin? Vielleicht auch das Öl. Oder ja, genau. Das Öl, weil da war ja einmal... Vielleicht was ganz anderes, was man, worauf man nicht kommt, bestimmt. Tatsächlich war das unsere Hauptzutat. Altes Brot. Wow. Ich wäre da nie drauf gekommen. Daran hätte ich nie gedacht, weil es wirklich sehr gut zu kauen war. Reste für die Gäste. Unser Menü aus insgesamt 2 Scheiben Brot, einer Brezel und 11 Brötchen. Hat also überzeugt und allen geschmeckt. Mission geglückt? Mega. Also keiner ist drauf gekommen. Im Nachhinein waren alle so, ja klar. Gut, im Nachhinein sagt es immer jeder. Bist du glücklich? Sehr. Und ich finde, es ist nochmal ein Grund mehr, nichts mehr wegzuschmeißen, Sachen zu verwerten. Und wenn es so geil schmeckt, umso besser. Ist noch ein bisschen Kaiserschmarrn, ne? Ich glaube, sehr viel. Soll ich dir mal holen? Ja, kommt.